Ja, servus Leon, grüß euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, jetzt fliege ich schon knapp 5 Jahre. Und natürlich passieren da ungewollte Situationen und auch kritische Situationen. Deswegen, das Videothema heute, habe ich mir gedacht, zeige ich meine Fails, was in den letzten Jahren passiert ist, die ich auf Video aufgenommen habe. Ich starte mit dem ersten Video. Und zwar war das mein erster Skistart auf der Gemeindewerbe. Und ja, ich lasse euch erstmal das Video durchrennen. Und danach schauen wir uns das zweite Mal, wo ich meinen Senf dazu gebe. Die Situation war diese, ich habe den Hike and Fly gemacht, bin mit den Ski raufgegangen und am Startplatz habe ich dann überhaupt keine perfekten Bedingungen mehr gefunden. Der Wind ist komplett seitlich gekommen und auch ziemlich stark. Und weil es mein erster Skistart war, hätte ich auch keinen Rückwärtsstart machen können, war da komplett überfordert. Und ich glaube, zu dieser Zeit habe ich generell noch gar nicht rückwärts starten können. Ja, also ich habe den Schirm da schön aufgelegt und durch den Schnee war es sehr rutschig, habe ich den Schirm auch mit Schnee belasten müssen, dass der Schirm nicht weggerutscht. Natürlich habe ich mich für den Vorwärtsstart vorbereitet und so eingehängt. Ja, sobald ich gestartet bin, habe ich den Wind komplett auf die Seiten getrieben, weil er auf der Seite gekommen ist. Habe mich 5-6 Meter da so dahin geschliffen über den Schnee. Aber irgendwie habe ich das Glück gehabt, weil ich dann doch irgendwie den Schirm wieder dagegen gehängt habe, dass ich trotzdem abgehoben bin. Was sicher voll crazy ausgeschaut. Also so schaut sicher kein perfekter erster Skistart aus. Bei der nächsten Situation bin ich am Ötscher im Winter mit dem Lift raufgefahren und wollte einen gemütlichen Hochgleiter machen. Natürlich habe ich da wieder sehr starke Windbedingungen vorgefunden und da habe ich bis dorthin noch nie einen Rückwärtsstart gemacht. Da war ich gerade erst dabei, dass ich das am Übungshang überhaupt übe oder überhaupt ausprobiere. Natürlich wollte ich am Anfang einen Vorwärtsstart machen, aber sobald ich den Schirm hingelegt habe und mich einhängen wollte und nach vorne Draht hat, hat mein Schirm so kurz wieder aufgeblasen, dass es einfach nicht möglich gewesen ist. Deswegen ist nichts anderes geblieben, als einen Rückwärtsstart zu probieren. Ja, aus jetziger Sicht finde ich es ganz komisch, was ich da gemacht habe. Ich war schon eiskalt, minus 5 bis 10 Grad hat es gehabt und ich war schon komplett überfordert. Ich habe mich komplett richtig eingehängt, aber der Start war alles andere als richtig. Ich ziehe den Schirm auf, wollte mir die Steuer nennen, Obbremsen kontrollieren. Oder wer hat es mich schon ausgehoben? Habe einfach mit mir gemacht, was es wollen hat. Und die Luft habe ich erst austragen müssen, wo ich schon 1 Meter in der Höhe war. Ja, richtig unkontrolliert. Aber das war mein erster Rückwärtsstart in der Praxis. Ja, in der nächsten Situation habe ich meinen größten Klapper kassiert, den ich jemals gehabt habe. Ich war da auf Strecken unterwegs in Dernberg, habe den Schuberstein verlassen. War unterwegs Richtung Sengsengebirge. Ja, ich bin von der Querung gerade zum ersten Berg wieder gekommen, wo ich dann Thermik gesucht habe und da war es ziemlich ruppig. Hab dann meinen kleinen Klopper kassiert und dann Sekunden drauf kleinen kompletten seitlichen Klopper. Ja, ich war auf die Situation überhaupt nicht vorbereitet, weil nach dem kleinen Klopper habe ich gedacht, das war's. Aber dann durch den großen Klopper war ich dann komplett überfordert. Ja, wie wäre da der richtige Ablauf gewesen? Ja, also im ersten Moment, wenn der Schirm klappt, hat der Schirm dann weniger Vorwärtsfahrt als der Körper. Deswegen passiert es, dass quasi der Schirm nach hinten wegfliegt und du als Person nach vorne. Im nächsten Moment kommt der Schirm wieder nach vorne und in diesem Moment müsste man den Schirm stützen, dass er nicht so überschießt. Wie man das sieht, habe ich das komplett verpasst natürlich und dadurch hat der Schirm die komplette Vorwärtsfahrt gekriegt und ist dann seitlich voll runtergestürzt. Ja, wenn man es auf diesem Video nicht mehr anschaut, der erste Moment, der Schirm klappt, bam, dann im zweiten Moment baut der Schirm seine Vorwärtsfahrt auf und vor diesem Moment hätte ich den Schirm stützen müssen, dass nichts so extrem ausfällt, diese Bewegung. Natürlich die ganzen Wachwehen durch die extreme Abweichung, arge Pendelgefahr.
Aber zum Glück sind große Klapper in großer Höhe recht unproblematisch. Ja, und wenn wir ein paar Klapper sind, im nächsten Video habe ich einen Frontklapper kassiert am Bischling. Also der Frontklapper ist wirklich komplett unerwartet passiert. Einfach aus dem Nichts ist einfach BAM da gewesen. Wird sich komplett gerissen. Aber zum Glück sind Frontklapper recht unproblematisch. Der Schirm, der klappt mal kurz ein, macht gleich wieder auf. Bei Frontklapper sollte man nicht zusätzlich noch bremsen, weil das nimmt einem nur die Energie, die was er fürs Anfahren benötigt. Im nächsten Video geht es zu einem meiner Lieblingsstartplätzen. Nein, also das ist wirklich ein Startplatz, den mag ich echt nicht so gern, weil es da oft wirklich recht turbulent zugeht zum Starten. Ja, ich lasse euch mal das Video anschauen. Der Starter außer den hast du so viel, so lang und bei so viel starkem Wind immer fast keine Vorwärtsfahrt. Ach. Ja, das war jetzt nur ein Beispielvideo, wie ungut was dort der Start sein kann. Ich habe den eigenen Start schon gehabt, ich habe da schon mal richtig eine große Klappe in 10 Meter Höhe kassiert. Und das Ärgere war mal, ich schon direkt über dem Baum war und komplett im Wind gestanden bin. Dass ich senkrecht nach unten gesunken bin. Also da war ja nur mal 1,5 Meter, 2 Meter über die Gipfel drüber. Zum Glück habe ich es aber dann nur irgendwie geschafft, dass ich mich zurücktreiben lassen habe und dann im Leg gelandet bin. Ja, die Situation ist nur entstanden, da habe ich noch einen Low-B-Schirm gehabt und in dem Moment da war der Wind so stark, da waren zu dem Zeitpunkt nur die Hochleister draußen, C-Schirme und auch High-B-Schirme. Mit dieser Situation wollte ich nur sagen, dass man sich bei jedem Start die Gedanken machen sollte, ob sie eigenes Können oder die Flugausrüstung zu dieser Flugsituation passt. Und dass man sich nicht von anderen Leuten unter Druck bringen lässt, nur wenn man sieht, dass da viele draußen unterwegs sind, dass man selber auch fliegen muss. So zwischendurch schreibt es mir gerne in die Kommentare, wo es eure Erlebnisse mal so waren. Dann gebt mir Like, wenn ihr auch mal so ungewollte und unangenehme Situationen erlebt habt. Ja, im nächsten kurzen Video geht es wieder zurück zum Bischling. Und das war einer der geilsten Erlebnisse, mit so vielen Piloten gleichzeitig in der Luft zu sein. Ja, die Situation war wirklich sehr stressig, weil von alle Richtungen sind die Leute gewesen. Voll schnell seitlich vor dir, dann macht man voll schnell von unten auf, gekommen. Also man hat wirklich in alle Richtungen schauen müssen, dass man da keinen reinfliegt. Also man hat wirklich geschreckt, wie schnell was es geht. Da ist gleich wieder sofort wieder eine andere Person unter dir. Also muss man wirklich fokussiert sein bei so einem Flug. Aber es ist ja wirklich ein geiles Erlebnis, weil man so eine richtig große, fette Traum an Piloten sieht. Ja, also beim Pulkfliegen ist es wirklich wichtig, dass man keine ungedachten Manöver macht hat und wirklich auf alle gegenseitig aufpasst. An diesem Tag ist wirklich eine kritische Situation entstanden. Ich bin dann Piloten versetzt nachgeflogen. Der hat dann abrupt eine Kurve eingeleitet, wo er mich geschnitten hat und mich auch gezwungen hat, dass ich die gleiche Kurve quasi mitmache. Dadurch ist dann gleich mal eine kritische Situation entstanden, wo wir gleich drei Piloten gemeinsam alle einander ganz knapp vorbeigeflogen sind. Also es ist wirklich ganz knapp hergegangen. Ich glaube, da haben wir oft nur einen Meter Abstand aneinander gehabt, zur Flügelspitze oder sowas in die Richtung. Also richtig wichtig beim Pulkfliegen auf die Vorrangregeln beachten, auf alle gegenseitig schauen und keine abrupten Manöver machen. Also einsichtig fliegen, dass sich jeder Zeit nehmen kann und reagieren kann. Der nächste Clip zeigt den Motorstart von mir. Da war ich ziemlich tollpatschig. Ja, das war Morgenstart, da war ich noch recht müde. Winter war es auch noch.
mit den fetten Handschuhen, da hat man halt nicht das gute Gefühl fürs Starten. Aber schauen wir es uns einfach mal an, das Video. Ja, in dem Video sieht man es nicht so gut. Ich habe da ziemlich starken Gegenwind gehabt. Fürs Rückwärtsstarten noch nicht so geeignet. Darum habe ich einen Vorwärtsstart gemacht. Und wie man sieht, ich habe da den Schirm aufgezogen und den Wind habe ich da ein bisschen zurückgerissen. Mit der linken Hand wollte ich eine Bewegung, was ich gespürt habe, nur korrigieren. Aber die habe ich durch das, dass ich die Hand schwach gehabt habe, habe ich kein Gefühl gehabt. Habe da, wie ihr gesehen habt, zu viel angerissen. Ja, das Witzige dann, wie man sieht, der Schirm ist wieder runtergekommen und durch meinen eigenen Schub, weil ich vom Gas runtergegangen bin, hat der Strahl in den Schirm geblasen und hat mich quasi selber umgeschmissen. Also in der Situation habe ich wirklich gar nicht ausgekannt und war komplett überrascht, aber es war richtig halt tollpatschig. Wenn wir beim Paramotorfliegen sind, im nächsten Clip, da wollte ich wieder mal nach langer Zeit einen Tandem-Paramotor-Fußstart machen, der was aber leider gescheitert ist. Ja, die sind halt ziemlich schwierig und in der Situation haben wir auch wirklich null Wind gehabt. Ja, schauen wir uns das einfach mal an. 3, 2, 1, Start! Ja, ich starte gerade, gebe Gas im Motor, ziehe den Schirm auf. Jetzt wird man gemeinsam beschleunigen, fange an zum Laufen. Mit dem Bobcam sind es anscheinend ein leichter Seitenwind gekommen und so eingetwistet und so seitlich auf den Boden geworfen. Also, das hat sich wirklich wild angespielt. Also, der Pauli ist wirklich von mir richtig umgependelt, dass er 90 Grad neben mir war. Bin da sofort vom Gas runtergegangen, weil es uns schon so seitlich Draht hat. Weil da ein Gasblim war, dann hat uns der Motor nur seitlich so weit aufgeschoben. Ja, und wie ihr gesehen habt, sind wir halt da schon ungefähr 1,5 Meter hinterher gewesen, 1 Meter, und bin halt komplett auf dem Motor gelandet, auf dem Frame. Aber zum Glück hat sich keiner weh da und es ist eigentlich auch nichts kaputt geworden. Ja, also jetzt kommen wir schon zum letzten Clip. Also der Paramotorstart und diese Doppellandung jetzt sind die aktuellen Sachen, was dieses Jahr passiert sind. Und alle anderen Sachen sind schon zum Glück schon sehr lange her. Also ich bin froh, dass mir generell nicht recht viel passiert ist, extreme Sachen, und dass ich halt noch nie extrem weh da habe. Na gut, schauen wir uns das mal an. Ja, zu der Situation, ich wollte da unbedingt top landen. Ich war da schon 2,5 Stunden unterwegs, habe schon aufs Klo müssen. Und weil ich in den Tal gelandet war, war ich mit dem Lift immer raufgegangen, weil er schon zugespielt hat. Also Top-Landungen sind in dem Sinne schwierig, dass man in der richtigen Höhe zum Landepunkt kommt. Ja, wie es hört, habe ich da die Thermik oder den Aufwind wieder recht viel Höhe dazu gebracht, dass es wieder um einiges zu hoch war. Aber ich dachte, das wird schon gut passen und wollte die Landung jetzt dann wirklich so durchziehen. Habe angezielt. Und jetzt in dem Moment habe ich gemerkt, ich bin zu hoch und habe zum Pumpen angefangen, was aber eigentlich nicht so gescheit war. Jetzt hat auch der Rückenwind dann auf einmal noch mitgeschoben, was ich nicht mitbekommen habe. Und wie ich dann mitgekriegt habe, dass der Rückenwind mit angeschoben hat, hat es mich geschreckt, ich habe zum Pumpen aufgehört. Der Schirm hat mir angefangen und ich bin dann mit großem Schwung aufgesessen, was also die Füße dann richtig weh da hat. Ich habe dann fast gar nicht mehr gehen können. Ja, also diese Top-Landung habe ich von Anfang an eigentlich versaut.
bin mit zur Höhe reingekommen und wollte mich mit Pumpen da retten. Und Pumpen sollte man wirklich so gut wie möglich gar nicht einsetzen. Also wenn man wirklich ganz gute Toplagen machen will, sollte man mit möglichst viel Fahrt reinkommen, dass man sehr viel Energie hat, die was man dann wirklich kontrolliert abbaut und wirklich punktuell quasi dann aufsetzen tut. Also wenn man wirklich gute Profis beim Doppellanden zuschaut, vor der Landung dann wirklich nur zusätzlich beschleunigen, dass sie wirklich richtig große Energie aufbauen, mit großer Geschwindigkeit zu ihr fliegen zum Hang und dann wirklich die Energie gezielt abbauen und wirklich oft punktuell aufsetzen dann fast. Also ich muss wirklich bei dem Thema Top-Landung noch viel lernen, also ich bin da wirklich nur der Anfänger. Ja, das waren jetzt da einige meiner ungewollten oder kritischen Situationen, die was ich auf Video gehabt habe. Das habe ich euch gern gesagt, halt, weil es eine schöne Unterhaltung ist. Und der Hauptsinn dahinter ist, dass man vielleicht aus den Videos mal was ausschaut und gemeinsam darüber spricht, was daraus lernen kann. Deswegen würde ich gerne mal so ein Video machen, was ist eigene Sachen, wir schicken könnt. Und das wir dann gemeinsam anschauen. Ich blende euch einen Link oder E-Mail ein, wo ihr dann eure Aufnahmen zu mir schicken könnt und dann machen wir mal ein Video drüber. Ich glaube, das war wirklich eine geile Idee. Ja gut, ja, das war's jetzt wieder mit dem Video. Hab mich gefreut, dass ihr geschaut habt und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!